Klein Schmeink, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich glaube, an dieser Stelle zu Recht sagen zu können, mit diesem Gesetzentwurf dokumentiert hier der Bundestag, dass er auf der einen Seite kein Erkenntnisproblem hat, auch kein Bekenntnisproblem. Alle führen das Wort für im Munde für eine Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention. Aber wir müssen uns doch fragen, werden wir diesem Anspruch, diesem Bekenntnis und diesen Erkenntnissen mit diesem Gesetzentwurf eigentlich gerecht? Ich sage, wir sagen, das genau geschieht an dieser Stelle noch nicht. Ganz deutlich. Der erste große Fehler: Es fehlt so etwas wie eine Gesamtstrategie zur Gesundheitsförderung. Gesundheitsförderung heißt nämlich mehr als Verhindern von Erkrankungen. Gesundheitsförderung heißt, dass wir gesellschaftlich in allen Lebensbereichen Strukturen schaffen, die es ermöglicht, gesund zu leben und die eigenen Lebensverhältnisse gesund zu gestalten. Davon sind wir an ganz vielen Stellen weit entfernt. Erstens. Zweitens. Vermisst lassen Sie in diesem Gesetzentwurf jegliche Strategie, jegliche Initiative vermissen, alle anderen Politikfelder mit einzubeziehen in eine Gesamtstrategie, die diesem Anspruch überhaupt gerecht werden könnte. Das haben Sie sogar in einzelnen Ihrer Reden durchaus deutlich gemacht. Natürlich muss es gehen um den ganzen Bereich der Kinder und Jugendlichen, der Familien. Es muss gehen um den ganzen Bereich des Wohnens, des Sports. Es muss gehen um gesunde Arbeitsbedingungen. Es muss gehen um insgesamt die Reinhaltung von Luft, von Umweltbedingungen. Das sind die Faktoren, die zusammenkommen müssen und nicht zuletzt viele Maßnahmen, die eine gesunde Ernährung ermöglichen. All das fehlt als Gesamtstrategie, als Herangehensweise in diesem Gesetz. Und das ist nicht so, dass wir sagen, das kann alleine die Krankenversicherung stemmen. Natürlich nicht, sondern es geht darum, daraus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu machen, die jeden Bereich auch dazu verpflichtend. Das ist das Erste. Und da würden wir sehr darauf drängen, dass Sie da nachsteuern. Das Zweite. Sie haben zu Recht herausgehoben, und viele dieser der Reden haben es herausgehoben, wie wichtig die soziale Benachteiligung auch bei den gesundheitlichen Risiken ist. Und wenn wir da wirklich angreifen wollen und wenn wir da wirklich tätig werden müssen, wie kann es dann sein, dass Sie ausgerechnet den Bereich der Arbeitslosenversicherung des SGB II außen vor lassen, bei den wesentlichen Akteuren, die da zusammenwirken müssen und vor Ort vernünftige Maßnahmen in Angriff nehmen müssen? Wie kann das sein? Das müssen Sie dringend nachbessern. Und zu Recht ist auch gesagt worden, es muss um die Maßnahmen vor Ort gehen. Es muss um die Alltagswelten gehen, weil wir nur da wirklich viele Menschen erreichen, jenseits dessen und derer, die schon gesundheitsbewusst sind. Und wenn das so ist, dann müssen wir doch gucken, wie kommen wir denn vor Ort? Wie machen wir das denn eigentlich? Und wie schaffen wir es vor Ort, nicht immer nur ein Projektchen nach dem anderen, eine Maßnahme, die mal ein halbes Jahr läuft und dann wieder ausläuft und drei Jahre später kommt eine andere Krankenkasse dorthin? Wie schaffen wir wirklich konzentriert, stetige Maßnahmen vor Ort zu installieren, wo sich alle Akteure wirklich verbindlich mit gemeinsamen Zielen zusammentun. Und auch da lassen Sie jegliche Antwort bisher vermissen. Denn es kann doch nicht sein, dass nun ausgerechnet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sozusagen als reisende Agentur für örtliche Vernetzung durch die Gegend reisen soll, um dann zu schauen, wie ich verbindliche Arbeitsstrukturen, Vernetzungsstrukturen für Gesundheitsförderung vor Ort hinkriege. Meine Damen und Herren, das kann doch nicht sein, dass das der wesentliche Ansatz ist. Da müssen Sie nachsteuern, da brauchen wir etwas anderes. Wir brauchen Möglichkeiten, wo die Mittel von Krankenkassen regional gebündelt werden können, gemeinsam über Gesundheitskonferenzen oder andere Steuerungsmechanismen dann vor Ort verabredet wird, wie diese Mittel eingesetzt wird. So rum muss es gehen, und darum müssen Sie dringend umsteuern. Dieser Gesetzentwurf hat noch sehr, sehr viel Potenzial, wenn wir wirklich dahin kommen wollen, dass wir Gesundheitsförderung und Prävention erstmalig wirklich ernst nehmen. Da muss noch viel passieren. Nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Rainer Meyer, CDU-CSU-Fraktion.